Wir debattieren bei diesem Punkt eine Änderung zum Fremdenbehördengesetz und haben im vergangenen Jahr schon eine Ablehnung zum Hauptteil dieses Gesetzes gebracht. Heute reden wir von Anpassungen und werden auch unsere Zustimmung verwehren. Um Ihnen begreiflich zu machen, warum wir auch unsere Zustimmung hier nicht geben können, begründe ich nur mit einer schlaglichtartigen Zusammenstellung aktueller Zahlen aus dem Asylbereich. Wir haben 2011 im Vergleich zu 2011 eine Steigerung von über 20% gehabt, um die 17.500 Anträge von Asylwerbern, und haben auf der anderen Seite eine Zahl von 8.500 bis 10.000 straffällig gewordenen Asylwerbern jedes Jahr zu verzeichnen. Wir haben ferner basierend auf aktuellen Anfragebeantwortungen durch das Bundesministerium für Inneres im Jahr 2012 insgesamt 2.625 im Asylverfahren befindliche Personen, die einfach untergetaucht sind. Im Verfahren selbst konkret untergetaucht sind immerhin 1.634 Personen. Muss man sich vorstellen, Leute, die herkommen und sagen, ich möchte Asyl beantragen und nachher einfach verschwinden, nicht einmal den Abgang dieses rechtsstaatlichen Verfahrens abwarten und einfach nur abtauchen, untertauchen, irgendwo in der Kriminalität in letzter Konsequenz landen. Wir hatten im vergangenen Jahr 2012 1.631 unbegleitete Minderjährige Fremde, welche den Asylantrag begehrt haben. Ja, das ist ja unter dem Stichwort der Ankerkinder in die breite mediale Diskussion gekommen, und eine weiterführende Anfragebeantwortung hat hervorgebracht, dass von diesen 1.600 unbegleiteten minderjährigen Fremden in 556 Fällen, ja, hier eine Situation, nein, Entschuldigung, 366 davon ein Altersdiagnosegutachten widerlegt hat und die Volljährigkeit festgestellt werden konnte, immerhin ein Prozentsatz von 60%. Das ist die reine Faktenlage, wie sie sich uns darstellt. Besonders kurios, dass mit Stichtag 31. Dezember 2012 sich 3018 Personen mit negativ abgeschlossenen Asylverfahren, ich betone negativ abgeschlossenen Asylverfahren, in der Grundversorgung befinden. Wie das funktionieren soll, da bin ich schon gespannt, wie uns das der Herr Staatssekretär erklären wird. Aber so wirklich den Vogel abgeschossen hat eine Information, die mich jüngst ereilt hat, heute auch den Eingang in die Kronenzeitung gefunden hat und die mehr als Anlass geben sollte, eigentlich die Alarmglocken ordentlich schrillen zu lassen. Eine Information des Bundesministeriums für Inneres, Bezug nehmend auf den Umstand, dass mit 28. Februar 2013 das italienische Gesetzesdekret zur sogenannten Emergenza Nordafrika ausgelaufen ist und ab diesem Zeitpunkt Italien eine Politik betreibt, die so aussieht, dass nur noch unbegleitete Minderjährige, Behinderte, Senioren, alleinstehende Schwangere und Elternteile, Folteropfer oder Opfer anderer Formen von körperlicher, psychologischer oder sexueller Gewalt hier in diesen Betreuungszentren verharren können und alle anderen aus dieser Betreuung herausfallen. Was passiert mit diesen Personen, die aus dieser italienischen Asylbetreuung herausfallen? Die bekommen ein fremdenrechtliches Dokument in die Hand gedruckt. Es geht im Konkreten um Fremdenpässe, Titolo di Vaccio, oder in Schengen wirksame Aufenthaltstitel, Permesso di Soggiorno, ja, um den konkreten Terminus hier zur Anwendung zu bringen. Und mit diesem fremdenrechtlichen Dokument, mit dem man im kompletten Schengen-Raum unterwegs sein kann, gibt es von Seiten der italienischen Behörden noch einen 500-Euro-Schein. Und mit diesem 500-Euro-Schein unter Aussicht, fahrt es weiter nach Österreich, fahrt es weiter nach Deutschland, dort werdet ihr bestens betreut, haben wir dann die ganze Problematik zu bewältigen. Und das zeigt ja, wie verquert das ganze Asylbetreuungssystem in Europa eigentlich funktioniert. Wenn man aus Italien die Situation mittlerweile dokumentiert, dass die italienischen Behörden weder Fingerabdrücke mehr mittlerweile nehmen, nur mehr in absolut prekären Fällen, einen Gutteil der Leute einfach weiterschicken nach Westeuropa, ihnen 500 Euro in die Hand drücken und wir dann die Problematik im Westen und insbesondere für uns mit unserer Zuständigkeit in Österreich durchzudrücken haben. Das ist nicht in Ordnung, und das ist auch mit ein Grund, warum wir bei diesen fremdenrechtlichen Materien nicht die Zustimmung geben können. Dasselbe passiert ja in Osteuropa, ja, wo wiederum, sage ich, zum Gute aus Tschetschenien Leute hierher kommen mit Asylanträgen und zum Gute leider, ja, in kriminellen Organisationen verhaftet sind. Und was wir auch wissen, dann
dann, wenn der Sommer kommt und der Urlaub kommt, sie nach Hause fahren, nach Tschetschenien, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Also überhaupt keine Verfolgung im Prinzip gegeben ist. Und wir auch wissen aus einer Expertengruppe des Innenressorts, dass in Tschetschenien mittlerweile nicht ausreichend Gründe vorherrschen für Verfolgung, um in Österreich Asyl zu beantragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Fremdenrecht, im Asylrecht läuft sehr, sehr vieles falsch. Ich habe den Eindruck, die Regierungsfraktionen machen hier die Augen zu. Dinge, die eigentlich zu einem völkerrechtlichen Vorgehen führen müssten, wie das italienische Vorgehen, wo man alle Regeln internationaler Art einfach missachtet, den Asylwerbern Dokumente fremdenrechtlicher Art in die Hand drückt, plus einen 500-Euro-Schein und ihnen sagt, fahrt weiter nach Westeuropa und wird es dann betreuen können. Da erwarte ich mir eigentlich von Ihnen A, einen Aufschrei, B, eine Lösung und dass Sie nicht irgendwo das Ganze versuchen, einfach zu negieren, einfach so zu tun, als wäre nichts und nicht länger den Kopf wie in einer Vogelstrauß-Art und Weise in den Sand zu stecken, sondern wirklich mit Lösungsmodellen im österreichischen Sinn agieren, damit uns dieses Asylwesen nicht über den Kopf wächst. Ich halte noch einmal fest, wir haben überhaupt kein Problem damit, dass ehrliche Asylsuchende, sofern sie Schutz benötigen, natürlich diesen Schutz in Österreich erhalten sollen. Wir müssen nur Herr werden einer Entwicklung, wo sehr, sehr viele zu uns kommen mit falschen Erwartungen, in kriminelle Organisationen eingeschleust werden und wir dann hier die Zeche zu zahlen haben für diese vermeintliche Gutmenschlichkeit und rund um uns in Europa die Leute eigentlich die Augen zumachen, zu uns weiterschicken, weil sie wissen, die Österreicher und die österreichische Regierung sind, ich würde das Wort jetzt nicht verwenden, ausreichend, um hier das Problem nach Österreich zu verlagern und es nicht länger in Italien oder irgendwo in Osteuropa zu haben. Darüber ersuche ich Sie, einmal ernsthaft nachzudenken und wirklich auch Lösungen vorzulegen und nicht nur irgendwelche schwammigen Anpassungen, die in Wahrheit nichts bringen und den Status quo nur noch verschlimmern. Danke. Ehrliche Asylwerber, ja, Kriminelle und Menschen, die mit falschen Erwartungen nach Österreich kommen? Nein, so ist das kurz zusammengefasst. Die Rede von Harald Wilimski von der FPÖ.